Hallo und willkommen zum 9. Video in der Videoserie über die Binomialverteilung. Du solltest bereits die Formel der Binomialverteilung kennen und gemeinsam schauen wir uns heute die Interpretation von einer vorliegenden Formel oder einem Term an. Wir sind bei Punkt 3 im Kästchen zu Blackjack. Beschreibe jeweils ein mögliches Ereignis im angegebenen Sachzusammenhang, dessen Wahrscheinlichkeit berechnet wird. Also P von A ist gleich 80 über 2 mal p Quadrat mal 1 minus p hoch 78. Brechen wir das ein bisschen herunter. Diese Formel kennen wir schon. Das ist unsere Binomialverteilung mit n über k und der Wahrscheinlichkeit für unser Eintreten von k. Das heißt, wir haben 80 über 2, das heißt, das ist die Anzahl unserer Pfade, bei denen zwei unter 80 Wiederholungen erfolgreich sind. Dann haben wir das p Quadrat, das heißt die Wahrscheinlichkeit von zwei erfolgreichen Ausgängen, für uns erfolgreich natürlich, und 1 minus p hoch 78, das sind eben, dass die übrigen quasi nicht erfolgreich sind. Das heißt, wenn wir das komprimieren und bei unserem Blackjack-Kontext bleiben, haben wir bei 80 Wiederholungen oder 80 Runden genau zweimal Blackjack. Lasst an dieser Stelle dein Wissen. Pausiere dazu das Video und versuche die übrigen drei Beispiele zu lösen. Wir sehen uns in ein paar Minuten wieder. Gut, Zeit für unsere Auflösung. Bei b haben wir p von b ist gleich 1 minus p hoch 130. Wenn wir das wieder versuchen, unsere Binomialform, unsere Grundstruktur zu übersetzen, also unser n über k, haben wir 130 über 0 mal p hoch 0 mal 1 minus p hoch 130. Das heißt, bei 130 Wiederholungen haben wir kein Mal Blackjack bekommen. Für die weiteren Beispiele. Bei 250 Wiederholungen haben wir mindestens 3 und höchstens 8. Also von 3 bis 8 Erfolge. Und unser letztes Beispiel. Der hintere Teil beschreibt 70 Wiederholungen ohne ein Blackjack. Und nachdem 1 minus unser Kennzeichen für die Gegenwahrscheinlichkeit ist, haben wir bei 70 Wiederholungen mindestens ein Blackjack. Das ist das logische Gegenteil zu kein Blackjack.